So, jetzt sind wir zu hören. Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir so viele Teilnehmer heute Morgen haben. Heute in unserem FactFinder-IFO-Talk ist mit dabei Dr. Matthias Schuh. Wer ihn letzte Woche nicht auf der K5 TV gesehen hat, kann heute die Möglichkeit, mit ihm seine 10 Thesen zum E-Food-Markt in Dach live zu erleben und auch mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben gegen Ende eine größere Q&A-Session mit eingeplant, wo wir dann auf eure Fragen eingehen können und sie beantworten werden. Zwischendurch, wenn es passt, werden wir kleine Kurzumfragen machen und gegen Ende noch eine abschließende Umfrage. So viel erstmal von mir. Und Matthias, dann darfst du loslegen. Ja, wunderbar. Dann auch von mir herzlich willkommen und danke für das Interesse an meinem kleinen Vortrag heute hier. Das Thema Zukunft LEH. Ich denke digital und meine 10 Thesen, ja, zum Markt für Online-Lebensmittelhandel in der Dachregion. Und damit steigen wir doch direkt mal ein. Ja, über was reden wir eigentlich heute? Über E-Food. Aber was ist E-Food eigentlich? Folgende Definition findet sich dazu dann im Gabler Wirtschaftslexikon. Der Begriff Electronic Food, also E-Food, ist an die etablierten Begriffe E-Commerce bzw. E-Business angelehnt und bezeichnet den Kauf von Lebensmitteln über die digitalen Vertriebskanäle. Ja, was heißt das denn jetzt eigentlich? Also einerseits der klassische Supermarkteinkauf, den man dann natürlich online macht. Das ganze Thema Food Delivery, also à la Just Eat, Delivery Hero oder Uber Eats. Dann ganz neu und trendy natürlich das ganze Thema Speed Delivery oder Quick Commerce, à la Gorillas, die ja momentan in aller Munde sind, oder GoPuff oder auch Konzepte wie zum Beispiel jetzt Flink oder Liefertüte, aber auch das ganze Thema Getränkelieferdienste wie Flaschenpost oder Durstexpress, was ja durch die Oetker-Übernahme letztes Jahr relativ stark in den Schlagzeilen drin war. Ja, zu Beginn vielleicht dann noch einmal so ein kleinen Überblick, also so über die Historie, so die Meilensteine von Internet und E-Food. Das Ganze startet dann eigentlich 1990. Das war nämlich der Beschluss, das Internet kommerziell nutzbar zu machen. 1994 dann, ja, der erste dokumentierte Verkauf in einem Online-Shop. Das war eine CD von Sting. Dann 1995, Amazon verkauft sein erstes Buch im World Wide Web. 1996 dann tatsächlich die Geburtsstunde des E-Foods. Das war der Start von Webvan in den USA. Das kennen vielleicht noch so die Veteranen. Heutzutage weiß man von Webvan eigentlich nichts mehr. Webvan ist im Zuge der Dotcom-Blasen 2000 dann auch vom Markt verschwunden und die Reste wurden dann irgendwann mal von Amazon auch aufgekauft. Ja, 1998 dann quasi die Geburtsstunde des E-Foods im Dachraum. Das war nämlich der Start von LeShop in der Schweiz. Gibt es heute auch nicht mehr als LeShop. Sind letztes Jahr neu unter Migros online firmiert und leben jetzt quasi dann neu angestrichen in Orange weiter. Ja, 2000 dann das Platzen der Dotcom-Blase, wie gesagt, und in der Folge dann ja das Ende der ersten E-Food-Welle und die meisten Teilnehmer von damals sind damals aus dem Markt ausgetreten. Außer im deutschsprachigen Raum waren das Namen wie beispielsweise jetzt Markant, der Otto-Supermarkt oder auch Tegut Online. 2007, der nächste große Meilenstein, das war nämlich der Start von Amazon Fresh in den USA in Seattle. Ja. Dann in den 2010er Jahren, die zweite Welle des E-Foods startet dann in Deutschland mit dem Verkauf von Lebensmitteln durch den Amazon Marketplace. Wie das Ganze damals war, der Zeit natürlich etwas voraus und dann kam Mitte der 2010er Jahre auch die zweite große Pleitewelle mit so klingenden Namen wie zum Beispiel Shopwings, Fruities, Emmas Enkel oder auch dem Lidl Express Format, was es mal gab. 2015, der nächste große Meilenstein, das war der Start von Picknick in den Niederlanden und 3 Jahre später, also 2018, dann auch hier bei uns in Deutschland. 2017, das große Schreckgespenst für sämtliche stationären Händler, das war nämlich der Start von Amazon Fresh in Deutschland. 2018, dann das erste vollautomatisierte Food Fulfillment Center in Deutschland, das war nämlich Scarlett One, was Rewe damals eröffnet hatte. Und 2020 dann, wie wir alle wissen, leidvoll, ja, die Covid-19-Pandemie und die hat natürlich dann E-Food nicht nur im Dachraum, sondern wirklich weltweit einen wirklich ungeahnten neuen Schub dann eben gegeben.
ja doch jetzt eigentlich nach diesem schnellen Überblick einmal zu meinen eigentlichen Thesen. Ja, die erste, It's Still the One for E-Food, den Satz kennen Sie vermutlich, der stammt ursprünglich von Jeff Bezos und ist quasi in jedem jährlichen Shareholder-Letter drin und hat eigentlich auch so etwas wie Kultstatus erreicht. Und ich denke, It's Still the One ist definitiv auch für E-Food gültig. Und hier auf der Folie sind jetzt einmal exemplarisch für den deutschen Markt verfügbare Prognosen dargestellt. Und der tatsächliche Marktanteil 2019, der war natürlich mit 1,4% dann relativ überschaubar. Doch die ganze große Spannweite der Erwartungen zeigt natürlich, ja, wie wir jetzt auch in 2020 gesehen haben im Corona-Jahr, es ist tatsächlich einiges möglich und das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern dann in ganz Europa und vor allem auch in Nordamerika. Und wenn wir jetzt mal über den Tellerrand etwas blicken und das Ganze mal vergleichen, ja, im asiatischen Raum, also in Südkorea beispielsweise, bewegt sich jetzt der Marktanteil für E-Food schon bereits über 20%. Und was man hier auch sagen muss, also seit der Corona-Pandemie ist es relativ schwierig, an aktuelle und vor allem valide Zahlen zu kommen. Ja, der ganze neue E-Food-Hype jetzt durch Corona ist hier noch gar nicht abgebildet. Was auch Still the One heißt aus Händlersicht im europäischen Raum, ist dann allerdings ebenfalls, ja, das Thema Vitalität und Experimentierfreudigkeit, was man natürlich momentan vor allem bei den ganzen Startups sieht, die jetzt so aufgeploppt sind, gefühlt in den letzten anderthalb Jahren. Aber das heißt natürlich auch, man muss bereit sein, vielleicht dann Lehrgeld zu zahlen, Rückschläge zu akzeptieren und gegebenenfalls dann auch Konzepte anzupassen. Ja, zweite These, Anfang 2020, ja, gibt es dann einen neuen Gamechanger, der den Platz betritt. Das war ja, wie wir alle wissen, die Corona-Pandemie. Und Corona ist ein neues Phänomen, also quasi der sogenannte schwarze Schwan, um das Ganze jetzt mal mit den Worten von Nassim Nicholas Taleb auszudrücken. Derzeit boomt natürlich E-Food bedingt durch Corona immer noch weiter in ungeahntem Ausmaß. Also ich denke, das Phänomen wird nicht nur auf 2020 beschränkt gewesen sein. 2020 haben wir gesehen, die ganzen Anbieter haben Zusatzkapazitäten geschaffen, mieteten teilweise zusätzliche Lagerfläche an, bauten Zusatzlösungen zum Shoppen, wie beispielsweise hier in der Schweiz bei uns der Top 100 Produkte-Shop bei Coop. Oder aber, was man in Deutschland relativ stark sagt, die ganze Wiederbelebung von Click und Collect. Ja, was ist der Grund dafür? Der Grund ist das Thema Kontaktvermeidung als neuer Trend bei den Konsumenten. Ja, was man auch sieht, also es gab dann tatsächlich einen sprunghaften Anstieg des E-Food-Marktanteils um ungefähr, ja, irgendwas zwischen 1 und 3 Prozentpunkte im Dachraum. Und ich denke, dieser wird auch bleiben und auf diesem höheren Niveau wird das ganze Thema dann weiter lustig weiter wachsen. Meine dritte These dann, E-Food spielt sich in Ballungsräumen ab. Ja, das lässt sich am Beispiel Deutschland relativ gut belegen, wie man hier auf dieser Karte sieht. In der Schweiz haben wir eine ähnliche Situation. Dort konzentriert sich das Ganze entlang der Wirtschaftsbanane. In England konzentriert sich E-Food prima dann auf die Greater London Area. In den USA sind wir auch eher in den großen Städten und in den Agglomerationen drin. Ja, das Komplexe und natürlich Teure am E-Food ist natürlich die letzte Meile. Und daher wird E-Food quasi auch als die Königsdisziplin im E-Commerce bezeichnet. Ja, das Thema Frische und Vollsortiment erfordert dann natürlich eine gewisse Geschwindigkeit und Schnelligkeit bei der Auslieferung. Ergo, ich brauche natürlich dann regionale Lager und am besten natürlich auch eine eigene Flotte. Das ist natürlich ein extremer Kostentreiber. Und daher, wie man hier auf der Karte auch sieht, ja, ist die flächendeckende Abdeckung mit Frische und Vollsortiment in der Regel nicht gegeben. Ja, sei denn, man ist vielleicht ein Pantrybox-Anbieter mit lang haltbaren Produkten, die man in Deutschland weit verschicken kann. Die meisten Anbieter konzentrieren sich in Deutschland daher eher auf die Ballungsräume, weil dort gibt es eine hohe Bevölkerungsdichte und damit in der Regel auch mehr Bestellungen auf relativ kleinem Raum. Und das sind zum Beispiel jetzt Köln, Berlin, Hamburg, München, ja. Und das platte Land, wie hier diese ganzen weißen Flecken zeigen, bleibt eigentlich dann außen vor. Ja, nächste These, da geht es um das Thema Frische und um das Thema Auswahl, denn Frische steht natürlich im Verbraucherfokus bei Lebensmitteln ganz weit oben, egal, ob man jetzt den Online- oder den Offline-Käufer betrachtet.
Ergo, ja, die Verbraucher stehen natürlich dem Thema auch besonders kritisch gegenüber und wollen natürlich dann auch eine entsprechende Qualität. Und wenn sie dann natürlich im Laden stehen, testen sie das Ganze auch. Ja, wie macht man das? Richtig, man befühlt natürlich die Ware oder man riecht dran. In der Schweiz sagen wir dazu der Tomatendrücker. Das ist dann dieser Mensch, der dann im Laden in der Gemüseabteilung steht und dann natürlich ausgiebig sämtliches Gemüse auf den Reifegrad hin befühlt. Ja, ist natürlich jetzt gerade mit Corona dann nicht so wirklich der Hit. Online ist das Ganze natürlich kein Thema. Zudem, online gibt es kürzere Durchlaufzeiten im Prozess und dadurch auch tendenziell frischere Ware als stationär im Supermarkt. Ja, der nächste wichtige Punkt in dem Zusammenhang ist dann das Thema Auswahl. Die Kunden lieben natürlich Auswahl. Jetzt dazu ein konträrer, aber interessanter Fakt. 80% der Produkte des täglichen Bedarfs im Warenkorb, wenn man jetzt so an den klassischen Supermarkteinkauf denkt, sind eigentlich von Woche zu Woche gleich. Ja, der Use Case Wocheneinkauf, wenn wir den mal weiterhin betrachten, ja, wäre ja eigentlich so die Grundvoraussetzung für den Einkauf im Internet. Ich bräuchte quasi ein Supermarktvollsortiment, um den Kunden dann glücklich zu machen und natürlich dann seinen Bedarf abzudecken. Wenn wir jetzt mal so einen stationären Supermarkt betrachten, heißt es eigentlich, die durchschnittliche Artikelanzahl sind wir irgendwas so zwischen 15.000 und 25.000 SKUs. Ja, bei einem Megastore reden wir dann vielleicht sogar schnell auch mal bis zu 35.000 SKUs, die wir da haben. Also inklusive dann Sachen wie frische Tiefkühle und natürlich auch Non-Food-Artikel. Was natürlich jetzt online die Stolperfalle ist, findet der Kunde jetzt das Produkt, was er eigentlich benötigt, also zum Beispiel irgendwas für die Hauptspeise, wenn er am Kochen ist, also das Fleisch beispielsweise nicht, bricht er eigentlich den Einkauf online ab und besucht dann den stationären Laden, weil er muss ja eh dann, wenn er es online nicht bekommt, in den Laden gehen und das Fehlende dort kaufen. Dann kauft er eigentlich alles dann offline. Ja, die gute Nachricht ist allerdings, die Kunden verzeihen online auch relativ stark. Das heißt, wenn er jetzt quasi sein benötigtes Lieblingsprodukt, also zum Beispiel den einen Markenjoghurt jetzt nicht findet, findet dafür allerdings ein äquivalentes Ersatzprodukt, also einen anderen Erdbeerjoghurt beispielsweise, dann kauft er den und kauft trotzdem weiter. Ja, das heißt, es geht also online eher um das Thema Sortimentsbreite und jetzt nicht zwangsläufig um das Thema Sortimentstiefe und wirklich die Unmenge an Auswahl. Was wir jetzt eigentlich als Fazit zu dem festhalten können, also Frische ist eigentlich das Differenzierungskriterium, also nicht nur stationär, sondern vor allem auch immer stärker im Online-Lebensmittelhandel. Und ja, frische Produkte führen dann natürlich das Thema E-Food wirklich dann in neue Sphären rein. Aber was man auch sagen muss über das Thema Sortimentsbreite und vor allem auch über das Thema Sortimentstiefe, ja, kann ich mich natürlich als Händler dann wirklich auch online deutlich und auch nachhaltig von Wettbewerb absetzen und den Kunden dann bei mir vielleicht binden. Die nächste These wäre dann das Thema Convenience. Also Convenience ist ja eigentlich der Haupttreiber für Bestellungen im Internet. Die Kunden sind natürlich bequem, insbesondere auch beim Thema Lebensmittel online kaufen. Und da gibt es eine schöne Studie von Kraft Heinz aus den USA, die ist zwar aus 2019, aber trotzdem noch immer recht schön und repräsentativ. Und die besagt, 35% aller Stationären und sogar 70% aller Kunden beim Lebensmitteleinkauf online schätzen das Thema Zeitersparnis und Bequemlichkeit deutlich höher ein als das Thema Geldsparen. Ja, ein weiteres Beispiel aus dem Autofahrerland USA, also Click und Collect, online bestellen und dann die fertige Bestellung abholen, hat dort in 2019 auch eine Zunahme von 56% erfahren. In Europa haben wir eigentlich ein ähnliches Bild, wie jetzt eine Studie von Anfangs 2020 vom IFA Köln zeigt. Und zwar sagt die Studie, über alle Warengruppen hinweg wird Bequemlichkeit wirklich als der Haupttreiber ja für den Online-Einkauf gesehen. Was in dem Zusammenhang ebenfalls noch spannend ist, also vor Corona wurde das ganze Thema E-Food jetzt primär eigentlich ja mit dem Wocheneinkauf und großen Warenkörben gleichgesetzt. Auch wenn jetzt ja die Picknicks, die Globos, die Gorillas dieser Welt eigentlich schon was anderes gezeigt haben. Und ja, was man auch noch sagen muss, das ganze Thema Food Delivery, also Restaurantbestellungen, diese ganzen Takeaway-Geschichten oder auch das ganze Ghost Kitchen-Thema, was immer stärker aufkommt, die dann über die Plattform abgewickelt werden, haben dann auch, also nicht nur Corona-bedingt, auch eine extreme Zunahme, ja, ich nenne es jetzt mal am Share of Plate erfahren.
Und das zeigt sich einerseits sowohl an den Umsatzzahlen, also wenn man jetzt mal zum Beispiel Lieferando und diese ganzen Player anschaut, aber dann auch an der sogenannten Innovation Diversion Curve, die man hier auf der Folie sieht, auf der die Essensbestellungen im Internet jetzt ebenfalls dank Corona weiter nach rechts rutschen dürften, als hier in diesen Zahlen für 2019. Was immer noch gefühlt in aller Munde ist durch den Tod des Autors, obwohl das jetzt auch schon eigentlich über ein Jahr her ist, das Buch The Innovator's Dilemma von Harvard-Professor Clayton Christensen. Und in seinem Buch ist die Kernaussage, große Unternehmen versagen. Die versagen jetzt allerdings nicht, weil sie den großen Umbruch, also die disruptive Veränderung scheuen, sondern die versagen eigentlich, ja, weil sie nur zögerlich und mit einem großen Time-Lag und großer Skepsis da neue Märkte und auch deren Potenzial akzeptieren. Warum ist das so? Ja, die haben Angst davor, ihr traditionelles Geschäft zu kannibalisieren und so dann kurzzeitig hinter dem geforderten Wachstum zurückzubleiben, was jetzt ihre Stakeholder von ihnen verlangen. Das hat man eigentlich auch im deutschen LEH relativ gut gesehen, also vielleicht erinnern sich noch einige, Kaufland ist ja dann kurz vor dem Eintritt von Amazon Fresh dann wieder aus dem E-Food-Markt ausgetreten. Etwas später hat auch dann der bayerische Lokal Matador Pinneberg eigentlich das Online-Geschäft mit Lebensmitteln, was dann in Kooperation mit Amazon Fresh in München war, auch wieder aufgegeben. Und die Discounter, jetzt Aldi und Lidl, sind eigentlich in Deutschland eigentlich auch nicht im Lebensmittel-Online-Handel aktiv. Und in anderen Ländern, wie beispielsweise jetzt in England, wo es dann Click-and-Collect-Angebote dann zum Beispiel von Aldi gibt, ist das eigentlich auch eher der Fall, weil der Wettbewerb sie dazu treibt und weil sie sonst die einzigen wären, die hier gar nichts anbieten würden. Ja, auch die anderen traditionellen deutschen Player, wie jetzt die Edeka, tun sich eigentlich relativ schwer. Also Bringmeister ist ja eigentlich auch nur in Berlin und in München aktiv. Rewe scheint halt einfach da im Mindset etwas weiter gewesen zu sein, also wie man natürlich dann 2018 jetzt mit Scarlett One gesehen hat. Und Alain Kaparos, also der ehemalige Rewe-CEO, der das Thema relativ stark damals in seiner CEO-Zeit bei Rewe vorangetrieben hat, hat, ich glaube, es war sogar schon 2013 in dem Zusammenhang mal gesagt, wohin der Online-Zug fährt, weiß niemand genau, wie schnell er fährt auch nicht, ich weiß nur, dass wir dabei sein müssen. Und ich denke, gerade jetzt, wenn man an Corona denkt, das hat er schon damals relativ treffend erkannt. Auch bei der These streifen wir jetzt eigentlich wieder das Thema disruptive Veränderung. Und zwar Innovationen verändern jetzt das Nutzerverhalten und können natürlich dadurch disruptiv bestehende Geschäftsmodelle und gelernte Verbrauchermuster nachhaltig umprägen. Das Interessante dabei ist jetzt eigentlich, also disruptive Innovationen und auch die Betriebsformen, die zu Beginn die Leistungsanforderungen des Marktes untererfüllen, schreiten allerdings in ihrer Entwicklung viel schneller voran als jetzt die klassischen evolutionären Betriebsformen und Innovationsentwicklungen der klassischen Player. Ja, und dadurch sind natürlich dann beispielsweise diese ganzen Food-Startups jetzt wesentlich schneller unterwegs und überflügeln dann natürlich auch etwas in der Wahrnehmung. Bestes Beispiel dafür ist eigentlich jetzt die ganze Umprägung des Nutzerverhaltens durch die Smartphones und durch Mobile Commerce. Also ich denke mal, Picnic ist da eigentlich so jetzt fast schon das klassische Beispiel, was man nennen kann. Gorillas, Flink und die ganzen treiben das ganze Thema natürlich weiter. Und ich denke, man kann hier wirklich sagen, ja, das Nutzerverhalten wurde dann wirklich massiv unbeprägt und das Ganze schafft dann natürlich auch neue Anreize und neue Möglichkeiten innerhalb der Customer Journey. Disruptiver und dann noch stärker im Verbraucherfokus, also gerade gefühlt, ich sag mal so, die letzten 6 Monate, das Thema Speed und Instant Delivery. Da geht es natürlich um die Themen Cut-Off-Zeiten, es geht um Fulfillment-Geschwindigkeit und es geht natürlich auch um die Zeitspanne jetzt zwischen Bestelleingang und Auslieferung zum Kunden. Also es gibt ja immer noch so gewisse alteingesessene E-Food-Veteranen der ersten Stunde, die schwärmen natürlich immer noch relativ stark von Drive-In-Konzepten, ja, und von Lieferzeitfenstern von mehreren Stunden, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Aber ich denke mal, Standard und vor allem auch die Verbrauchererwartung ist natürlich hier eine ganz andere. Nämlich, ich denke, maximal 1 Stunde Lieferzeitfenster, das dann nach Möglichkeit
dann wirklich noch einige Stunden, bevor die Lieferung dann tatsächlich ankommt, dann noch nach Möglichkeit eingeschränkt wird, zum Beispiel auf 20 Minuten, dass es dann noch in der App eine Push-Benachrichtigung gibt, wo es heißt, naja, der Kurier ist dann zwischen, sagen wir mal, 15:30 und 16 Uhr dann bei dir. Ja, einen Schritt weiter sind da eigentlich, wenn wir jetzt nach UK schauen, also einerseits Ocado mit Zoom oder auch Sainsbury's mit ihrem Job-Job-Konzept in Teilen Londons, und die garantieren dann zwischen Bestellung und Auslieferung eine Zeitspanne von maximal 60 Minuten. Und das Krasse bei Ocado Zoom ist, die haben sogar 10.000 verschiedene Artikel im Sortiment. Das ist natürlich schon einiges. Ja, noch schneller, eigentlich dann nicht nur Gorillas, sondern auch, wenn man nach Amerika schaut, also quasi das Mutterkonzept GoPuff. Also die liefern sogar in Amerika in 500 Städten und zwar 24/7. Also egal, wie spät es ist, ich kann da eigentlich rund um die Uhr immer bestellen und innerhalb von 10 Minuten kommt das Ding dann. Ob man das braucht, ist natürlich jetzt ja eine andere Frage. Wird sich wahrscheinlich zeigen die nächsten Jahre, ob sich damit dann tatsächlich nachhaltig auch Geld verdienen lässt. Was vielleicht noch interessant ist, also die Idee hinter diesen ganzen Speed-Konzepten, ja, mit kleineren Warenkörben und natürlich dieser Schnelligkeit und diesem Quick-Commerce, wie es dann als Wortspiel, ich glaube, das war 2019, von Delivery Hero dann mal geprägt worden ist, ja, spricht natürlich dann online-affine und vor allem ganz andere Kundengruppen an, die sich dann gewinnen lassen, die dann weniger halt auf diesen klassischen, sag ich mal, Wocheneinkauf dann mit großen Warenkörben und natürlich dann auch großer Liefergebühr zielen. Ja, bei der nächsten These sind wir dann beim Thema Prozesskosten, weil ja die weiterhin große Challenge im E-Food, also egal welches Modell ich eigentlich jetzt fahre, heißt eigentlich, ja, die Margen im Lebensmittelhandel sind relativ gering und die Prozesskosten, die das ganze Thema letzte Meile und natürlich auch Fulfillment ganzheitlich verursacht, sind natürlich relativ hoch. Zudem kommt in Deutschland natürlich das Thema hohe Marktdurchdringung durch die ganzen Discounter. Ich glaube, die machen sogar rund 46% des Umsatzes im gesamten Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland aus. Und wenn man jetzt mal so die großen vier Player im deutschen Lebensmittelhandel sich anschaut, also Edeka, Schwarz, Rewe und Aldi, ist immer da sogar schon bei einem Marktanteil von ungefähr 86%. Das hat natürlich dann auch eine entsprechende Auswirkung auf Preiswettbewerb und natürlich auf das Thema Margendruck. Ich denke mal, das Schlagwort Geiz ist geil kennen auch noch alle in Deutschland, auch wenn man jetzt natürlich von Mediasaturn dann immer so viel gehört hat in den letzten Jahren. Und diese Geiz ist geil Mentalität verschärft natürlich das ganze Thema noch und ist natürlich irgendwo auch noch in den Köpfen der Verbraucher drin. Wenn wir jetzt natürlich in andere europäische Länder schauen, ja, da gibt es mehr oder minder eigentlich dann auch die gleichen Problemstellungen. Und ja, die Challenge bei E-Food heißt dann einfach hohe strukturelle Fixkosten. Das Ganze natürlich beim Thema Picking, Verpacken und natürlich dann auch insbesondere beim Versand auf der letzten Meile. Wenn man jetzt natürlich dann an der Marge eigentlich durch diesen, sag ich mal, Wettbewerb, der im Markt vorherrscht, nicht viel schrauben kann und natürlich dann das Thema Liefergebühren dann auch noch einen minimalen Teil der anfallenden Kosten deckt, ja, muss man natürlich einen anderen Hebel ansetzen. Und der Hebel heißt eigentlich dann, ich muss schauen, dass ich meine Prozesskosten reduzieren kann. Und da heißt eigentlich der neue Heilsbringer jetzt bei Skalierung, ja, Automatisierung. Das Ganze sieht man jetzt auch beispielsweise jetzt bei Picnic in Niederlanden, die sind ja momentan dran. Ich glaube, bei Utrecht in der Nähe mit TGW Logistics ein riesen CFC zu bauen, also vollautomatisiertes Picking über mehrere Kühlzonen hinweg. Und damit können sie, glaube ich, sogar 25.000 Bestellungen pro Woche raushauen. Das ist natürlich dann einiges und das zeigt auch, wohin eigentlich die Markterwartung von dem Picnic in den Niederlanden geht. Ja, Ähnliches macht zum Beispiel auch Frisco in Polen. Die haben etwas kleiner vor den Toren Warschaus in 2019 bereits, ebenfalls mit TGW, auch so ein vollautomatisiertes Fulfillment Center hingestellt. Und wenn man mal so in den Markt reinschaut, auch wenn man mal an diese ganzen Ocado-Partner weltweit jetzt mal denkt, sei das jetzt ein Kroger in den USA, sei das jetzt ein französischer Player, also französische Supermärkte in Frankreich. Ja, es geht eigentlich, wenn man es wirklich nachhaltig
und vor allem irgendwann auch schwarz betreiben will, tatsächlich in die Richtung, ich muss natürlich schauen, dass ich automatisiere. Und natürlich auch dann schauen, dass ich auf der letzten Meile irgendwie dann auch die Kosten senken kann. Also KPMG hat da in 2020 mal eine Studie rausgebracht und sie sagen halt eben, ja, damit ich profitabel sein kann, muss ich beim Picken eigentlich langfristig einen Zielkostenkorridor von ungefähr 3 € pro Bestellung erreichen und bei der Auslieferung wäre ein Zielkostenkorridor von 5 € anzustreben. Also die Zahlen finde ich jetzt relativ sportlich. Ich denke, sie werden in der Realität wahrscheinlich etwas höher sein und mit entsprechenden effizienten Prozessen sollte dann auch noch mehr Luft im Deckungsbeitrag drin sein. Aber ich denke mal, die Grundrichtung wird klar, ohne Automatisierung und vor allem ohne eine eigene Auslieferflotte wird das Ganze wahrscheinlich eher nicht möglich sein. Damit kämen wir eigentlich dann schon zum letzten Thema, also das Thema Login-Effekt. Das heißt, wie kann ich die Kunden eigentlich bei mir im System halten? Also das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema, denke ich, was im E-Commerce eigentlich sehr, sehr gerne übersehen wird. Nämlich, wie bringe ich den Kunden dazu, wiederholt bei mir zu kaufen? Also auf schlau, wie schaffe ich eigentlich diese Login-Effekte? Oder jetzt die Frage, wie ich jetzt den Kunden als Händler möglichst lange und natürlich auch nachhaltig bei mir im eigenen System halten kann. Ich glaube, es ist für uns alle kein Geheimnis. Neukundenakquise ist natürlich um einiges teurer als jetzt Pflege und vor allem das Halten von Bestandskunden. Also ich glaube, die Zahlen, die so rumgeistern draußen in der großen, weiten Welt, Neukundenakquise, kostet online wahrscheinlich irgendwas so zwischen 30 und 50 Euro. Das ist natürlich eine Menge Holz und das muss man über ein Customer Lifetime Value erstmal irgendwie dann wieder reinkriegen. Jetzt eigentlich mein absolutes Lieblingsbeispiel für Login-Effekte, das kommt auch wieder aus UK, nämlich von Ocado. Und Ocado offeriert eigentlich immer noch in regelmäßigen Abständen Neukunden so 30% Rabatt auf die erste Bestellung und teilweise sogar ein ganzes Jahr lang Gratislieferung. Da wird natürlich jeder, sage ich mal, deutsche Händler zuerst einmal, insbesondere wenn er mit spitzer Feder rechnet, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wird sagen, das lohnt sich doch im Leben nie. Ja, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Na, ich möchte den Kunden natürlich zum regelmäßigen Bestellen anregen und ich möchte natürlich über Einfachheit und Bequemlichkeit dann auch in meinem System halten. Und wenn er sich tatsächlich bei mir registriert und eingeloggt hat, irgendwann kennt er die Produkte, vielleicht habe ich auch Eigenmarken, die natürlich der Wettbewerber nicht hat. Ich gewöhne ihn an den ganzen Prozess, wie er bei mir bestellen kann, wie er durch den Checkout durchkommt. Und irgendwann ist, ich sag mal, die wahrgenommene Wechselhürde, die er dann hat, wenn er das Ganze oftmalig nutzt, so hoch, dass er nicht zum Wettbewerb abwandern wird. Also ich glaube, Picknick hat mal gesagt, wenn die Kunden bei Ihnen 4 bis 5 € bestellt haben, bleiben sie eigentlich bei Ihnen im System und bestellen auch weiter. Das als kleines Beispiel. Ja, vergleichbare Resultate kann man dann auch mit einer Lieferflat erzielen, wie das beispielsweise Micro Online in der Schweiz macht oder auch die Rewe macht. Amazon Prime ist eigentlich das gleiche Modell oder hat eben auch, was man hier auf der Folie sieht, das ganze Thema Walmart Plus, was ja eigentlich nichts anderes ist als ebenfalls, ich sag mal, das Prime-Modell von Walmart. Ja, damit wären wir mit meinen 10 Thesen eigentlich schon durch. Falls jemand noch Inspiration suchen sollte, also vertieft und sehr detailliert gibt es das Ganze in meinem derzeit aktuellen Buch, also aus dem E-Food-Buch. Da sieht man es noch einmal tatsächlich physisch. Letztes Jahr im Oktober erschienen beim Deutschen Fachverlag. Wird dieses Frühjahr ebenfalls noch als E-Book rauskommen und hier einfach noch so ein paar Aussagen aus der Praxis raus. Also Udo Kieslich sagte beispielsweise, das E-Food-Buch bietet sowohl Neueinsteigern als auch Praktikern einen sehr guten Überblick und Einstieg in die E-Food-Welt. Dominik Locher, auch ein sehr bekannter Name, denke ich, sagte, klare Leseempfehlung. Oder anderes Statement von A.T. Kearney, griffiges, anschauliches und praxisnahes Handbuch. Gut, damit wären wir auch schon am Ende meines Vortrags angelangt. Herzlichen Dank und damit würde ich dann weitergeben dann zu Markus. Matthias, vielen Dank für deine Einblicke und deine Thesen. Das ist jedes Mal extrem spannend, deinen Blick auf den E-Food-Markt zu sehen. So, während ich spreche, probiere ich mich hier. Yep, das sollte geklappt haben. Genau, du hast das in ein paar Slides auf den Punkt gebracht. Am Ende geht es um Convenience, am Ende geht es um Share of Wallet.
Und wenn du einmal diesen Login hast, und ich glaube, da gibt es so ein paar Spieler am Markt. Gorilla ist jemand, der sehr schnell unterwegs ist und gerade im Bereich, ich würde mal sagen, Kiosk oder in dem Beispiel, was wir letzte Woche von Robert Bottmeier und Alex Graf gesehen haben, die Hotellobby-Bestellung automatisieren und effizienter machen. Und auf der anderen Seite ein Picknick, der Stadt für Stadt oder die Stadt für Stadt gerade am Erobern sind. Und wenn du einmal in den Genuss gekommen bist von mehr Freizeit und weniger Zeit im Supermarkt verbringen und festgestellt, dass das auch mit frischen Produkten funktioniert, das wird sehr wahrscheinlich eine Verhaltensänderung mit sich bringen. Und irgendwann werden wir sagen, damals haben sie auch gesagt, man wird nie Schuhe online kaufen. Heute sind wir so weit, dass wir Schuhe online kaufen. Und ich führe mal über Richtung Slides. Oder der E-Food, aber auch andere Verticals, in denen sehr viel Umsatz über Wiederholungskäufe generiert wird, funktionieren heutige Systeme nur bedingt. Und für diese neuen Probleme braucht man neue Lösungen. Hier ein Beispiel aus, ja, das ist schon wieder vorletzte Woche, wo sich Ralf Kotter auch darüber echauffiert hat, dass Lebensmittelbringdienste keine persistenten Einkaufslisten haben und dass es nicht vom Kunden her gedacht ist. Am Ende geht es darum, auch diesen Wochenmarkteinkauf, wo du gerade gesagt hast, 85% aller Wochenmarkteinkäufe sind gleich, dann muss man auch den digitalen Bestellprozess entsprechend effizienter machen. Und wenn man also Studien haben gezeigt, dass ein klassischer Wocheneinkauf, wenn man den online abbildet und sich online zu jedem einzelnen Produkt navigiert, das auswählt, in den Warenkorb legt und dann Milch, Eier etc., dann dauert so ein Online-Wocheneinkauf länger, als wenn ich mit meinem Einkaufszettel in den Laden fahre und es dort kaufe und wieder zurückfahre. Und das kann es nicht sein. Und dafür braucht man intelligente Lösungen, die schnell, einfach helfen, den Einkauf online abzubilden. Und kleiner Werbeeinwurf. Dafür haben wir die passende Lösung, den Predictive Basket. Unser Kunde Kastner, B2B-Lieferant aus dem Segment E-Food, beliefern hauptsächlich die Gastronomie, nutzen diese Technologie und konnten damit nicht nur die Bestellzeit drastisch reduzieren, sondern sie haben damit auch die durchschnittliche Warenkorbhöhe um 2,3 Produkte erhöht. Klingt wenig, ist aber, wenn man es über alle Produkte oder über alle Warenkörbe rechnet, ein unglaublicher Hebel. Und als weiterer Positiveffekt kam noch dazu, dass mittlerweile viel weniger Kunden im Support anrufen und sagen, dass sie was vergessen haben zu bestellen und dass man es nachträglich noch bitte mit auf die Bestellung aufnehmen soll. Das spart auch indirekt nochmal Aufwand. Und es zahlt natürlich auf das Thema Convenience ein, kann im Warenkorb platziert werden, gleicht sich mit den Produkten im Warenkorb ab. Und der Predictive Basket zeigt dann diese Wiederbestellliste und schlägt Produkte vor, die saisonal in den aktuellen Zyklus, in der aktuellen Menge auch passen, lernt für jeden einzelnen Kunden, sodass dann dieser Bestellprozess effizient durchlaufen werden kann und man am Ende mehr Freizeit hat. Wer mehr Details möchte, gerne das zuvor verlinkte Video ansehen und bekommt im Nachgang auch die Slides. Oder auch gerne eine persönliche Demo von mir im Nachgang. Einfach melden per Chat oder per E-Mail. Da haben wir auch die E-Mail-Adresse. Und das war's auch schon mit dem Werbeeinblender. Und jetzt werfe mal einen Blick auf die Fragen. So, da haben wir eine Frage, das ist was für Matthias. Für mich stellt sich die Frage, wie lange Rewe bereit ist, die Verluste für E-Food zu akzeptieren. Aus meiner Sicht wird Rewe bald auf die Bremse treten. Was ist deine Einschätzung dazu, Matthias? Ich denke nicht, dass Rewe auf die Bremse treten wird. Ich glaube, das ist wirklich, wie angesprochen, eine Frage der Prozesseffizienz. Ich glaube eher, dass man schaut, dass die eigenen Prozesse effizienter werden und dass man quasi da im Handling Geld sparen kann. Aber ich glaube nicht, dass es sich eine Rewe leisten kann, hier auf die Bremse zu treten. Und dann haben wir noch eine zweite Frage.
Welches Fulfillment-Modell empfiehlst du einem Lebensmittelanbieter mit bestehenden Filialen in deutschen Ballungsräumen? Filialpicking und Auslieferung mit eigener Flotte oder Zentrallagerauslieferung mit eigener Flotte oder sogar via DHL und Co.? Wo siehst du die zentralsten Vor- und Nachteile? Also ich habe das Gefühl, gerade wenn das Thema Store ins Spiel kommt, dass das Ganze eher Richtung Micro-Fulfillment geht. Also wenn wir es in den USA schauen, gibt es ja auch Anbieter wie zum Beispiel jetzt ein Take-Off Technologies oder jetzt im europäischen Raum wäre das zum Beispiel jetzt ein Omnipost von TGW, wo man wirklich hingeht, flanscht auf kleinstem Raum eigentlich so ein Micro-Fulfillment-Center an zum Beispiel einen größeren Store dran. Die ganzen Schnelldreher kommen eigentlich für die Online-Bestellung aus diesem Micro-Fulfillment-Center raus. Allenfalls kann man dann, ich sag mal, ultrafrische, wenn es zum Beispiel jetzt Hackfleisch ist oder sowas, noch aus der Metzgertheke, aus dem Store rausnehmen und tut dann wirklich dann quasi aus dem Store raus dann natürlich operieren. Das Problem, ich sag mal, bei dem klassischen Filial-Picking ist, ab einer gewissen Anzahl von Bestellungen pro Woche rentiert sich das in dem Sinne nicht, dass einfach dann der Picker natürlich dann dem Kunden auf die Füße tritt und umgekehrt und dass man das Ganze dann einfach nicht effizient handeln kann. Also Filialpicking ist gerade mal, ich sag mal, was für den Anfang, wenn man vielleicht in das Thema neu einsteigen will. Aber ich sag mal, sobald die Bestellmengen dann hochgehen, wird das Ganze relativ schnell ineffizient. Ich glaube auch nicht an Auslieferungen via DHL. Also ich glaube, wenn man das ganze Thema wirklich effizient betreiben will, muss man irgendwann hingehen und sagen, man macht tatsächlich eine eigene Lieferflotte und tut selber ausliefern. Zumal dann da auch noch das Thema Werbung hinzukommt. Sprich, wenn natürlich meine gebrandeten Fahrzeuge da rumfahren, habe ich auch kostenlose Werbung. Das stimmt. Und du hast natürlich die komplette Prozesskette unter Kontrolle, was man ja auch sehr schön sieht, wie Amazon sein Liefernetzwerk nach und nach ausbaut. Da fahren zwar selten, also ich habe sie bei uns noch nicht gesehen, in den meisten Fällen sind es weiße Busse ohne Branding. Ich glaube, es wäre verstörend, wenn man sehen würde, wie viele Amazon Trucks mittlerweile durch die Gegend fahren. Aber die liefern schneller, als sie ankündigen, dass sie liefern. Da bin ich jedes Mal extrem beeindruckt. Okay, das muss den Kunden natürlich positiv überraschen. Ne? Genau. Das ist nicht wie andere, bei denen du bestellst und sagen, ja, es kommt am Donnerstag und dann kriegst du donnerstags die E-Mail, dass es verschickt ist und es kommt freitags oder samstags. Das ist dann eher Erwartungen untererfüllt und das, ja, dann kommt eins zum anderen. Das war es aber auch schon an Fragen. Wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, dürft ihr euch gerne per Social Media oder gezeigte E-Mail-Adresse an uns wenden oder auch an Matthias wenden. Und dann haben wir auch gleich noch, kurz vor dem Abbinder noch eine Frage von Sonja. Wie sieht Matthias die Gefahr, dass Städte die Zufahrten von eigenen Flotten verbieten werden? Oder auf 3 reduzieren, in Klammer Plan in Zürich, Fragezeichen. Gibt's sowas? Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, wie Lotto spielen, ja, das Thema. Da eine valide Aussage zu treffen, würde ich mich jetzt nicht trauen. Ja, also das wird ja immer gesagt, dass Politik kann man da teilweise, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen. Es wird ja oft gesagt, dass vor allem der Lieferverkehr die Innenstädte verstopft. Wenn man sich es aber genauer ansieht oder auch sich mit Studien auseinandersetzt, sieht man, dass es nicht der Lieferverkehr ist, der Städte verstopft, sondern dass es der Individualverkehr ist, der dafür sorgt, dass Straßen voll sind. Dann vielleicht ein subjektiver Eindruck, der da entsteht. Okay, dann hole ich noch mal kurz aus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Matthias, dass du dabei warst und uns den Einblick gegeben hast. Gleich kurz vor Schluss kommt noch eine kleine Umfrage zum Webinar. Votet gerne, gebt uns eure Meinung, euer Feedback. Und wenn es im Nachgang Fragen gibt, meldet euch gerne. Und wer mehr über den E-Food-Markt erfahren will, kauft das Buch von Matthias. Das ist echt ein sehr gutes Werk, um sich in das Thema einzulesen. Dankeschön. Ich habe zu danken.